Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Star Stable Online. Und vielleicht fällt euch ja hier irgendwo etwas auf. Tada! Endlich, wir sind ein Star Rider. Und vielleicht fällt euch hier auch was auf. Ich war böse und ich war gestern nicht online und habe vergessen, mein Pferdchen zu füttern. Man möge es mir bitte vergeben. Ich habe das jetzt schon gemacht und deshalb ist es nicht ganz so gut drauf. Aber mein Gott, ich hoffe, es wird es überleben. So, dadurch, dass wir jetzt Star Rider sind, haben wir die Möglichkeit, uns solche Heuballen zu kaufen. Die finde ich total toll. Die bezahlt man hier mit so ein paar, ich weiß gar nicht, wie heißt diese Währung hier? Das sind, glaube ich, Jorvik-Schillinge oder sowas. Und das hier Star Coins oder so, ne? Ja, auf jeden Fall kann man sich damit jetzt solche Heuballen kaufen für wenig Geld quasi. Und da ist viel mehr Heu gleich drin. Das finde ich total praktisch. Und ein Haustier können wir uns dann vielleicht auch endlich mal zulegen. Und wir kommen hier vielleicht endlich mal voran. Denn der Support hat halt reagiert. Da muss irgendein Fehler passiert sein. Es wurde auf jeden Fall nicht freigeschaltet. Und die haben jetzt gleich reagiert. Und haben das hier freigestellt. Freigeschaltet. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich verquatsche jetzt nicht die ganze Zeit. Und wir gucken mal, was wir hier als Star Rider alles erleben können. So, May hat irgendeine Aufgabe. Willow, wir scheinen ein Problem mit Rosie, der Kuh, die dort hinten steht, zu haben. Sie hat sich in letzter Zeit komisch verhalten. Sie lässt ihren Kopf hängen, als wäre sie traurig oder so. Die Tierärztin war hier, aber konnte nichts feststellen. Ich bin mir aber sicher, dass etwas nicht richtig ist. Und ich kann es nicht aushalten, sie so zu sehen. Mir fällt gerade ein, dass Frau, was, Holzwurf, ein Händchen für Rindvieh hat. Sie hatte eine eigene Farm, als sie jung war. Sie erzählt noch oft Geschichten über die Kühe, die sie hatte, als wären sie alle Freunde von ihr. Mit eigenen Persönlichkeiten. Vielleicht weiß sie, wie wir Rosie aufheitern können. Kannst du bitte mit ihr sprechen? Ja, natürlich, May. Ich spreche doch gern mit der Kuh. Ach so, nee, mit der Frau wahrscheinlich sollen wir sprechen. Und nicht mit der Kuh. Die muss vielleicht einfach mal gemolken werden, das arme Vieh. Leute, da platzt der gleich. Okay, gucken wir mal. Müsste ja die alte hier hinten sein, glaube ich, oder? Da ist ein grüner Punkt. Ich hoffe mal, es ist richtig und es sieht auch danach aus. Süßes Pony hast du da. Du sagst, die Kuh ist traurig? Und du willst, dass ich sie aufheitere? Ja. Ich hatte mal genau das gleiche Problem mit einer meiner Kühe. Ihr Name war Wendy. Und sie hat die traurigsten Augen der Welt bekommen. Sie stand in der Ecke, als wäre alle Hoffnung verloren. Aber ich habe sie geheilt. Kannst du dir vorstellen, was ich gemacht habe? Ich habe mich daran erinnert, dass sie einmal aus dem Gehege weggelaufen ist. Und ich sie in meinem Garten gefunden habe, wo sie Löwenzahn gefressen hat. Ich habe also Löwenzahn gepflückt und ein Gebräu daraus gekocht, das ich dann Wendy vorgesetzt habe. Es hat wahre Wunder bewirkt. Warum versuchen wir nicht das Gleiche mit deiner Kuh? Bring mir 5 Löwenzahn und ich koche sie ein. Gut, dann gehen wir ein bisschen Unkraut jäten. Löwenzahn. Hier auf unserer kleinen Karte ist natürlich gleich wieder markiert worden, wo wir Löwenzahn finden. Und noch auffälliger geht es gar nicht. Es blinkt und glitzert in den schönsten Farben und es ist riesig. Unser Karnickel würde sich darüber freuen, über so viel Löwenzahn. Ja. Also mein Karnickel hier zu Hause. Löwenzahn. Hast du ja Glück, liebe Willung, dass du keine Pollenallergie hast. Denn da sind ja hier schon richtige Pusteblumen. So, und noch mehr Löwenzahn. So, dann bringen wir das jetzt wieder der alten Dame. Und dann soll die das aufkochen und dann verabreichen wir der Rosie das Gebräu. Das Löwenzahngebräu. Die sehen gut aus. Ich habe das Gebräu gleich für dich fertig. Na, schon fertig? Hier ist dein Gebräu. Gib es ihr, sofort. Und vergiss nicht, mit ihr zu sprechen, während du es ihr gibst. Jeder genießt ab und zu ein wenig Aufmerksamkeit.
Viel Erfolg. Dankeschön. Natürlich werde ich mich mit der Kuh unterhalten. Ich habe ja auch nichts anderes zu tun, außer den ganzen Tag Kühe zu bequatschen. Na los, ab zu der Kuh. Oh, anstrengend, so eine Oma-Stimme nachzuquatschen. So, da ist sie. Oh, Rosi, warte, ich gebe dir mal dein Gebräu hier. Oh, guck mal. Ja, du gute Rosi. Oh, so, jetzt habe ich mit ihr gesprochen. Ist das jetzt gut? Reicht das jetzt aus? Ach ja, und ist euch schon aufgefallen, wie viele Herzchen hier sind? Extra für morgen. Für euch, glaube ich, für heute. Ja, für euch wird es dann heute sein. Für den 14.02. für Valentinstag. Sie sieht tatsächlich glücklich aus. Was war der Trick? Löwenzahn? Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Ein Tier, was zu fressen braucht. Tja, so kann's gehen. Aber es ist ja nichts Neues, dass Tiere was zu fressen brauchen. Also, ach nee, es ist was ganz Neues. Genau, das wollte ich sagen. So, natürlich müssen wir auch wieder Stall ausmisten und so. Ich nehme die Aufträge jetzt erstmal nur an. Denn ich will ja dann erstmal in der Story weiterkommen. So. Hier, der Herr Moorland hat uns irgendwas zu sagen. Dein eigenes Pferd. Ich habe schon eins. Hm. Ich habe fantastische Neuigkeiten für dich. Ich habe festgestellt, dass du ein Händchen für Big Beam hast. Und ich habe mir die Freiheit genommen, mit den Besitzern zu sprechen. Vor ein paar Jahren sind sie von Jorvik ans andere Ende der Welt gezogen. Sie werden wahrscheinlich für viele, viele Jahre nicht nach Jorvik zurückkehren. Ich habe ihnen erzählt, wie toll du mit Big Beam zurechtkommst. Und obwohl sie Big Beam lieben, würden sie ihn dir für nur 300 Jorvik-Schillingen verkaufen. Das ist ein guter Preis und eine tolle Gelegenheit für dich. Ich verstehe, dass du vielleicht im Moment nicht so viel Geld hast, aber mach dir keine Sorgen. Es gibt hier viele Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen, solange du dich nicht davor fürchtest, dir die Hände dreckig zu machen. Komm zurück, wenn du das Geld hast, und ich freue mich, dir dann die richtigen Dokumente überreichen zu können. Aha. Ja, so viel habe ich aber gar nicht. Ich habe 83 plus, tut mir leid. Wieso brauche ich denn eine Besitzurkunde? Mann, ich reite das Pferd doch so oder so. Ist das nicht Schnupspiep, egal? Hm. Naja, gut. So, hier haben wir noch viele gelbe Aufträge. Die werde ich jetzt erstmal machen, bevor wir hier in irgendein Rennen teilnehmen. Irgendwas starten oder so. Also würde ich zumindest sagen, dass wir das erstmal machen. Hier draußen ist so ein kleiner Stand aufgebaut. Was kann man denn hier kaufen? Valentinsüberraschungen oder was? Oh, was haben wir denn hier? Rote Liebesbluse. Mh. Die bringt uns gar nichts. Lila Liebesbluse. Oh Gott. Lisa Traumkleid? Oder sollte das Lila heißen? Ein romantisches Kleid. Und ein Lisa Traumkleid. Oi. Liebeszügel. So ein Schwachsinn, wer braucht denn sowas? Das bringt einem doch nicht mal was. Lustige Herzsonnenbrille. Sieht total beknackt aus. Valentinstasche. Eine Decke. Ja, nee, also ich kaufe mir nichts, was mir nichts bringt, was nur schicki aussieht, ja. Sowas können wir machen, wenn wir Level, weiß ich nicht, 100 sind oder so. Falls es sowas überhaupt gibt. Ja. Gut, dann, reiten wir mal zu dem Schmied. Vielleicht hat er endlich unsere Hufeisen fertig. Würde ich sagen. Das wäre ja auch mal nicht schlecht. Das Geistererz erstellte Hufeisen. Damit kann Big Beam dann sicherlich schweben. Aber nein, so wie es aussieht, will er wieder irgendwas von uns. Während ich diese Hufeisen fertig mache, geh und suche Nägel, damit wir sie Big Beam gleich anbringen können. Vor langer Zeit, lange bevor du und ich geboren waren, lebte hier in Jorvik ein Stamm von Ureinwohnern. Sie lebten glücklich und im Einklang mit den Naturgeistern und ihre Pferde hatten Kräfte, von denen wir uns heute nicht einmal träumen lassen würden.
Sie hatten eine große Siedlung südlich von hier, direkt am Strand. Und man kann dort heute noch Überreste aus dieser Zeit finden. Wenn du Glück hast, kannst du dort im Sand vielleicht ein paar ganz besondere Nägel für die Pferdeschuhe finden. Ich brauche nur 8 antike Nägel. Ja, komm, holen wir. Holen wir deine Nägel, damit Big Beam endlich mal seine Hufeisen bekommt. Seine Schüchchen. Wir müssen zum Strand, hat er gesagt. Das machen wir doch direkt. Okay, also springen kann ich immer noch nicht. Dafür müssen wir erst irgendeine Quest absolvieren. Aber wo ich die Quest bekomme, weiß ich leider noch nicht. Aber ich denke mal, das werden wir schon irgendwann rausbekommen. Ja. Ich bin auf jeden Fall glücklich, jetzt ein Star Rider zu sein. Denn mir ist echt aufgefallen mit diesen... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie diese Währung heißt. Starcoins? Ja, ich glaube. Mit denen kriegt man alles viel günstiger als mit diesen blöden Jorvik-Schillingen, ja. Und, finde ich persönlich einfach praktischer. Und ich kriege jede Woche dann jetzt so eine Teile. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Finde ich cool. Warum auch nicht? Ich muss auch sagen, ich hätte zum Anfang echt nicht gedacht, Big Beam, raus hier, sonst werden wir wieder gebeamt. Ich muss auch sagen, dass mir das Spiel echt Spaß macht, ja. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte eher so, ja, okay, so ein kleines Kinderspielchen, ne? Warum können wir denn hier diesen Nagel bitte nicht aufheben? Ah, jetzt. So ein Kinderspiel für kleine Mädchen ist ja süß und schnuffig, aber es macht echt Spaß. Auch für große Mädchen ist das was. Ja, also für Mädchen halt oder Frauen, die Pferde mögen. Ich will mich jetzt nicht unbedingt als Mädchen bezeichnen, aber ich bin jung geblieben und ja. 7 und 8 und mir macht's echt Spaß. Ich find's total putzig. Höher, Big Beam! Und kann da echt eine Empfehlung aussprechen. Haben sie sehr schön gemacht. So. Dann ab zurück zu unserem Schmied. Ich hoffe, wir kriegen jetzt endlich diese Hufeisen. Wir müssen ihm jetzt nicht noch irgendwas besorgen. So. Feinste Nägel sind das. Ich werde jetzt meine Arbeit fortsetzen. Komm später wieder. Vielleicht werde ich noch einmal deine Hilfe brauchen. Toll. Juhu, ich bin um ein Level gestiegen. Das ist ja super. So, wo haben wir denn jetzt hier noch Aufgaben? Da drin, das war mit dem Moorland, dass ich das Pferd hier abkaufen soll für 300 dieser Schillinge da. So, dann reiten wir jetzt mal nach, ich glaube, Fort Pinter ist da hinten, ne? Oder Fort Pinter oder wie auch immer es heißt. Moment. Stopp. Zurück. Fort Pinter. Ich dachte mal, es heißt Fort Pinter. Okay, Fort Pinter. Da reiten wir jetzt hin. Und da scheint noch irgendwas Gelbes zu sein. Und da ist noch irgendwas Gelbes. Müssen wir mal gucken, wie weit wir da jetzt müssen. Und. Ja. Was ist eigentlich in diesen Häusern? Kann man da reingehen, weil die Türen leuchten so blau? Ja, hier haben wir jetzt noch irgendeine Aufgabe. Ist gar nicht in Fort Pinter. Dann wird diese Aufgabe hier unten wohl in Fort Pinter sein. Denke ich mal. So, wen haben wir denn da? Wer bist du denn? Stopp! Mutige Reiterin, du musst mir helfen. Heute Morgen ist mein kleines Lamm Twinkie vor Angst weggerannt. Sie ist die Felder Richtung Westen gelaufen. Ich glaube, ich kann sie manchmal vor Angst schreien hören. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ich kann keinen einzigen Schritt tun. Wenn du allerdings meine kleine Twinkie finden könntest, dann wäre ich überglücklich. Oh, ich hoffe, die Wölfe finden sie nicht vor dir. Ich weiß, du solltest ein wenig frisches Gras pflücken und ihr geben. Das ist ihr Lieblingsessen. Das sollte sie beruhigen und sie dazu bringen, dir zu folgen. Oder sie wenigstens dazu bringen, nach Hause zu laufen. Gib ihr mehr leckeres Gras und sie wird dir folgen. Ja, natürlich wird sie mir folgen, weil hier ist ja so wenig Gras, dass die sich denkt,
Wieso soll ich denn das Gras von hier irgendwie fressen, wenn ich doch auch die Möglichkeit habe, das Gras von irgendeiner fremden Person, die ich gar nicht kenne, aus der Hand zu fressen? Ja, aber bevor wir Twinkie suchen, meine Lieben, beende ich diesen Part hier. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.